So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Nobody Saves the World, wo wir unsere Ausbildung zum Ritter heute auf dem Schießstand fortsetzen werden. Auf dem Schießstand werden wir heute unsere Ausbildung zum Ritter fortsetzen. Und hier erst einmal, wie es aussieht, den Teleporter aktivieren. Ist ja jetzt auch erstmal vonnöten. Bedauerlicherweise allerdings scheinen wir jetzt aktuell mit dem Bogenschützen hier so gut wie gar nichts mehr auf die Reihe zu kriegen. Da kriegen wir, wie es aussieht, jetzt nichts mehr auf die Reihe mit dem Bogenschützen. Die aktuelle Aufgabe, um Ersak hier ein weiteres Level-Up zu kriegen, ist ein bisschen zu komplex, wie ich finde. Wir sollen ja immerhin mit dem Bogenschützen einen Pfeilregen ausführen und das Ersak 8 hintereinander. Erledige 8 Gegner mit einem Pfeilhagel. Tja, es hört sich zwar an sich ja ziemlich einfach an, aber bis jetzt ist der Sack immer so gewesen, dass ich hier sag auch wirklich... Warte mal, was ist das? Ach, wieder eine Dealerfee. Hallo, hier eine Gratis-Mana-Verbesserung. Tja, schlürfen wir erstmal wieder ein bisschen Mana aus. Und ja, wir haben erstmal jetzt eine neue Quest erledigt. Und es gibt der Sack jetzt, wie es aussieht, eine weitere Quest. Und ich habe jetzt erstmal vergessen, wie man Ersak hier okay, finde mehr Mana-Feen. Aber ja, erledige 8 Gegner mit einem Pfeilhagel. Und wenn wir das Ersak nicht schaffen, wird Ersak diese Quest wieder resettet. Hatte man ja eben ja auch schon mal gesehen. Aber wie dem auch sei, Zeit für unsere Quest auf dem Schießstand. Eine neue Herausforderung vom mächtigen Ritter? Na gut, dann darfst du die Schießbahn benutzen. Glaubst du allen Ernstes, du könntest die Ranger-Herausforderung schaffen? Schaffe mindestens 23, da hast du bestanden. Bist du bereit? Yo! Die Ranger-Herausforderung! Okay, irgendwie glaube ich. Das klappt der Sack noch nicht so ganz, aber ja. Okay, 21. Das sind zu schießen? Das kriegt meine Oma ja besser hin, Steine zu werfen. Okay, dann müssen wir es jetzt Ersak nochmal versuchen. Okay, diese Herausforderung
Hapert, wie es aussieht, jetzt immer bei der 21. Aber das muss ich ja sag jetzt auch noch ein bisschen besser hinkriegen. Also mal abwarten. Okay, das muss ich jetzt auch nochmal von vorne machen. Tja, 20, das war jetzt ja sagt wieder viel zu wenig. Das Blöde ist, er sagt dabei auch, ich drehe mich, er sagt, wenn ich mal wieder meinen Schuss auflade, in eine vollkommen falsche Richtung. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall die Herausforderung gemeistert. 23. Ich befürchte, das bestanden. Was? Na gut. Glaubst du wirklich, das war schon? Glaubst du, es beweist irgendwas, eine simple Herausforderung zu schaffen? Falsch gedacht. In diesem Moment beauftrage ich meinen inneren Zirkel von Meisterschützen im ganzen Reich, eine echte Herausforderung für dich zusammenzustellen. Du Insekt! Komm später wieder, dann zeige ich dir eine Aufgabe, die dein jämmerliches bisschen Stolz zerschmettern wird. Okay, schön für euch. Aber diese Herausforderung ist damit jetzt wenigstens abgeschlossen. Tja, jetzt müssen wir noch ein paar andere Quests erledigen. Als nächstes findest du Zur Kürbis in dem Dungeon Schauerkalebasse. Aber wo genau ist das? Hier drüben? Nein, das ist das mit dem Juwelensplitter. Und hier unten hätten wir noch eine weitere Fee. Was ist hier? Knorriger Wildwuchs, da müssen wir noch lange nicht hin. Tja, keine Ahnung, wo ist denn jetzt hier der nächste Dungeon? Okay, hier unten. Buddeltopia also. Aber was ist jetzt, er sagt, näher? Ich würde jetzt eigentlich ja meinen, dass der andere Dungeon um einiges näher ist. Ich würde jetzt eigentlich mal meinen, dass der andere Dungeon um einiges näher ist. Also wollen wir doch mal sehen, ob wir hier... Denk nach, verdammt, denk nach! Was willst du denn? Mein Problem? Ich habe endlich das letzte Stück des Steins gefunden. Aber es wird von Monstern bewacht, das ist mein Problem. Und es gehört nicht zu der Sorte, die man durch Rumfuchteln mit einem Zauberstab lösen kann. Denn so bin ich überhaupt in diese Bredouille geraten. Warte mal, das ist kein gewöhnlicher Zauberstab, oder? Aber vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Bevor ich Nein sage, kann ich deinen Zauberstab reparieren. Er arbeitet nur mit halber Leistung. Ich kenne mich ein wenig mit Magie und Transformation aus. Na gut, schauen wir mal. Jetzt nicht bewegen, das tut bloß ein bisschen weh. So, bitte. Dein Stab ist repariert, rein mit dir. So, du kannst jetzt alle Formen, in die ich verwandeln kannst, du kannst hier mit den Fähigkeiten von anderen Formen modifizieren.
Versuche mal deine Form zu modifizieren. Drücke zuerst Minus, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Dann wähle eine Position und drücke zu modifizieren. Was jetzt? Okay. Okay, Erfolg, gut in Form. Ja, genau so. Versuche jetzt mal deine Form so zu modifizieren, dass sie scharfe und dunkle Fähigkeiten haben. Du weißt ja, drücke zuerst Minus, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Dann wähle eine Position und drücke zu modifizieren. So? Nein. Nein, nein, nein. Da muss ich jetzt, wie es aussieht, eine andere Form annehmen zum Modifizieren. So. Warte mal, das habe ich doch jetzt, Herr Sack. Ich habe das doch jetzt, Herr Sack, gemacht. Oder brauche ich dafür, er sagt doch noch was komplett anderes. Dunkle und scharfe, gut. Ich habe das jetzt erledigt. Versuche jetzt meine Form so zu modifizieren, dass sie scharfe und dunkle Fähigkeiten haben. Du weißt, er drückt zuerst Minus, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Dann wähle eine Position und drücke zu modifizieren. Habe ich doch. Ah, oder warte mal, so ist das also gemeint. Nicht übel, Frischling. Okay, dann verwende jetzt diese modifizierte Form und hilf mir, diesen Stein zu finden. Du hast es geschafft, danke für deine Hilfe. Das Bruchstück des Steins gehört endlich mir. Verdiene dir weitere Spielerlevel und schalte noch mehr Positionen für Fähigkeiten frei. Eine neue Position für ein Passivum ist gerade freigeschaltet worden. Das sollst du dir mal ansehen. Ich bin übrigens Marty Joe. Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen mit dem Typ, der mich verflucht hat und naja. Oh nein! Verdammt, verdammt, verdammt! Das ist der falsche Stein. Das ist gar nicht das fehlende Stück. Ich suche nach einem keilförmigen Splitter, einem Dreieck. Das ist doch bloß ein stinknormaler Stein. Naja, trotzdem danke, dass du mir geholfen hast, meine Form zu modifizieren. Okay, dann müssen wir das Ganze, wie es aussieht, jetzt ein bisschen anders angehen. Die Schnecke könnte natürlich jetzt ja auch ein bisschen... Ja, warum nicht? Die Schnecke kann ja sogar auch ein paar Schüsse abfeuern. Bloß bedauerlicherweise. Bedauerlicherweise haben wir so vielleicht eine kleine Meise jetzt erstmal. Gut. Triff 4 Gegner mit einem einzigen Wasserschwall, geht nach Gegnern und Schutzzauber mit bla 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 und bla bla bla. Thank you.
Okay, versuche. Verursache Statuseffekte mit dem Wasserschwall. Das wäre natürlich auch etwas, was ich noch versuchen könnte zu machen. Okay, aber irgendwie sind wir jetzt hier nicht so ganz im richtigen Bereich, wie es mir aktuell scheint. Level 28 Gegner kriege ich ehrlich gesagt nicht klein. Und ich glaube auch irgendwie, dass das jetzt hier auch wieder total... Obwohl, unterer Fluchhügel. Vielleicht ist das hier doch noch der richtige Weg. Kinder, fass das nicht an! Nimm es sofort aus dem Mund, spuck es aus! Das ist eine giftige, dämonische Masse aus einer anderen Dimension. Keine Lakritze! Aber es schmeckt doch nach Lakritze. Mir ist ganz schummrig. Wenn man sein Gesicht da reindrückt, hinterlässt es für kurze Zeit einen Abdruck. Zack, Kinder! Ja, Kinder, Kinder, Kinder. Das ist der reinste Hohn! Unsere heiligen Katakomben, die Ruhestätte unserer Gründer, besudelt durch profanen Pilzbefall. Wahrscheinlich rotieren unsere Vorfahren gerade in ihren Urnen. Und wenn der Glibber weiter die Fundamente annagt, bricht hier bald alles zusammen. Die neue Zauberliga hat die Katakomben für alle gesperrt, aus Sicherheitsgründen. Nur NZL-Akolyten dürfen da rein. Es tut mir sehr leid, aber bis wir diesen Zwischenfall unter Kontrolle bringen, muss es halt so sein. Wenn du aber wirklich dringend rein willst, könntest du natürlich als Akolyt der neuen Zauberliga beitreten. Du findest sie in dem majestätischen Turm im Süden und sie suchen immer noch neue Mitglieder. Okay, werde ein Mitglied der NZL. Tja, wenn es weiter nichts ist, und was hast du, Ersaki, zu sagen? Was? Natürlich bin ich ein humanoider Menschling. Das schwöre ich bei meinem Vierkammerherz. Ich kann es beweisen. Na gut, ich kann es nicht beweisen. Ich weiß, das fällt jetzt schwer zu glauben, aber ich bin nicht wirklich ein Mensch. Ich und meine Leute sind nur verkleidet und suchen nach einem Des... Warte mal. Desexofibrazilator, um dann unser abgestürztes Raumschiff zu reparieren. Aber wie sollen wir einander jetzt erkennen in dieser meisterhaften Verkleidung? Verflucht sei unsere überragende Technologie! Meine Kummerdrüse ist voll. Vielleicht finde ich meine Freunde nie wieder. Aber wenn du jemand siehst, bei dem du absolut sicher bist, dass er kein Erdling ist, sag ihm bitte, er soll mich an unserem Schiff treffen. Ja, unbekanntes Fallobjekt. Level, keine Ahnung, normal. Tja, wie viele von diesen Außerirdischen sind denn jetzt hier? Sagen wir mal, es sind höchstens drei. Ich werde jetzt zweibeinig dorthin reisen. Unser Schicksal liegt in deinen Händen, Erdenbewohner. Naja, ob wir sagen, nun wirklich ein Alien sind. Hallo, möchtest du eine lebenswichtige Institution der freien Welt unterstützen? Ich rede hier über den Journalismus, Baby. In der neuen Altstadt wurde ein angehender und vielversprechender Held bei der Arbeit gesichtet. Auf dem Kopfsteinpflaster erzählt man sich, er sei auf der Suche nach dem verschwundenen Nostramagus. Ich kenne nur einen Menschen, dem das zuzutrauen wäre. Er wohnt neben der Taverne zur Tafelrunde. Gib ihm diese Liste mit Interviewfragen. Bring mir dann seine Antworten, kassiere deine Bezahlung. Ein Kinderspiel. Okay, 15 Minuten Ruhm. Eine klitzekleine Quest. Auch nicht schlecht. So, und was können wir hier kaufen? Ein paar Sterne. Werterhöhung. Quest entlohnt, schaffe Gesundheit. Schaffe Dungeon. Zeigt Dungeon-Position auf der Karte. Das ist gut.
So eine kleine Gesundheit-Quest ist auch nicht schlecht. Bis bald, Freund. Friedhof Toter Winkel. Okay, das passt ja jetzt auch. Erledige wieder mal ein paar Gegner. Da haben wir jetzt auf jeden Fall Level 11 erreicht. Okay, okay, okay. Hallo, hier eine gratis Mana-Verbesserung. Ja, dann schlürfen wir mal wieder los. Anscheinend kann ich hier dann sowieso nicht so viel machen. Tja, stellt sich jetzt bloß die Frage, wie oft regenerieren sich, er sagt, diese komischen Gegner hier. Oh, sieh mal, hier ist eine Kiste. Gar nicht aufgefallen. Aber gut, hier scheinen, wie es aussieht, jetzt aktuell keine weiteren Gegner zu kommen. Also gehen wir jetzt erstmal zum unteren Fluchhügel hin. Dungeon Schauer Kalabasse. Okay, wir sind, wie es aussieht, jetzt doch ein bisschen schneller hier angekommen als erwartet. Okay, wieso kommen wir da jetzt, er sagt, nicht rüber? Ach, weil wir so rum müssen? Okay, so ganz klappen, wie ich es mir erhofft habe, tut es, er sagt, jetzt leider immer noch nicht mit der Meerjungfrau. Aber wir haben jetzt, er sagt, den nächsten Dungeon erreicht. Die Schauerkalebasse, und hier muss ja auch irgendwo der nächste Ritter sein. Im alten, vergammelten Kürbis. Finde Sir Kürbis im Dungeon Schauerkalabasse. Okay, das dürfte doch, er sagt, machbar sein. Wir haben, er sagt, die Macht der Nix auf unserer Seite. Es riecht zwar hier ein bisschen streng. Oh, da ist er ja schon. Du bist da. Könntest du mir wohl helfen? Du musst wissen, die Rittergilde hat schon länger versucht, eine spezielle Art von Monster zu fangen, um seine Schwächen zu studieren.
Nach vielen Fehlschlägen konnte ich endlich eins in dieser Höhle in die Ecke treiben. Allerdings sind da noch Unmengen weiterer Monster drin und ich kann sie nicht alle auf einmal schaffen. Ich weiß, du bist stark, da dachte ich, du könntest vielleicht die anderen Monster für mich besiegen. Bist du bereit? Jo. Vergiss nicht, du sollst alle Monster darin besiegen, bis auf das Elite-Monster. Okay. Hallo, wo seid ihr Monster denn? Okay, da ist das Elite-Monster. Dich soll ich natürlich nicht besiegen. Okay, da kommen noch mehr. Sollen wir aufpassen? Okay, das war, sag schon mal, ein Griff ins Klo gewesen. Aber ich gehe, sag nun wirklich davon aus, dass wir das, er sagt, noch schaffen können. Okay, das war, sag auch mal wieder, ein ziemlicher Reinfall. Aber so können wir auf jeden Fall die Meerjungfrau auch noch ein klitzekleines bisschen besser leveln. Ist ja auch schon mal wieder was Gutes. Wieso zum Henker ist er, sagt, jetzt hier drüben? Wieso war er, sagt, jetzt da drüben der Bereich voll? Okay, wir sollten also vielleicht nochmal unsere Fähigkeiten ein bisschen verbessern. Tja, Gift ist vielleicht jetzt hier, sagt, keine Notwendigkeit. So, jetzt aber nochmal. Es kann doch, er sagt, nicht sein, dass wir das nicht jetzt hinkriegen, um mal ein bisschen aufzuleveln. Wir haben es doch jetzt, er sagt, schon fast geschafft. Und stellt damit jetzt erstmal fest, dass der Dungeon sich wieder verändert hat. Okay, eine nervige Situation. Eine wahrlich nervige Situation. Haben wir vielleicht noch irgendwelche anderen Techniken drauf? Ne, andere gute Techniken haben wir jetzt, sagen wir, wirklich nicht dabei.
Okay, was haben wir sonst noch hier? Triff 4 Gegner mit einem Wasserschwall. Statuseffekt mit Wasserschwall. Und dann natürlich auch noch ein paar Sachen hier durchbrechen. Okay, das sind, der sagt, wirklich ein bisschen viel zu viele Gegner. Für die kleine Meerjungfrau hier. Okay, jetzt noch einmal. Wir werden das doch sicherlich irgendwie auf die Reihe kriegen. Wäre doch eher gelacht, wenn nicht. Okay, diese große Gegnerhorde kriegen wir anscheinend nicht so auf die Schnelle klein. Vielleicht sollten wir uns dann doch erstmal wieder um die andere Mission kümmern. Das scheint mir doch jetzt, ehrlich gesagt, doch ein bisschen machbarer zu sein. Okay, wir haben ja sagt leider das Elite-Monster auch besiegt. Tja, das hier ist wirklich eine ziemlich blöde Quest. Okay, das ist wirklich, ihr sagt, nicht gerade so einfach für mich. Wir müssen es schaffen, dieses verdammte Monster zu besiegen, ohne die anderen Monster zu besiegen.
Okay, jetzt kommen, sag wieder gleich die kleinen Gegner. Okay, die letzte Phase dieser Mission, die ist jetzt wirklich ein bisschen widerlich. Auf kleinsten Raum müssen wir es irgendwie schaffen, diese mistigen Bossgegner zu erledigen. Und das Elite-Monster auf alle Fälle am Leben zu lassen. Okay, das wird deshalb beim besten Willen nicht einfach. Die letzte Phase dieser Mission ist widerlich. Oder wir müssen irgendwie versuchen, das Ganze besser auf die Reihe zu kriegen. Aber wie? Tja, keine Ahnung wie, keine Ahnung wie. Da nochmal, können wir also die Karotten nicht... Ne, die Karotten können wir, sag, nicht aus dem Weg.
dieser Sack zu blöd. Am Ende werden wir Sack viel zu sehr eingekesselt. Warum musste eigentlich dieser verdammte Ritter eigentlich das Monster in so eine Ecke zwingen? Das ist doch, er sagt, totaler Schwachsinn. Das ist doch totaler Schwachsinn jetzt. Okay, wieder nix. Also gut, das Elite-Monster jetzt nicht zu besiegen, ist wirklich eine viel zu... blöde Aufgabe. Okay, ich denke mal jetzt. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Zeit, dieses kleine Kerlchen in die Burg zurückzubringen. Genommen. Hoffentlich wird das der Gilde helfen, diese Monster besser zu verstehen. Gut, dann haben wir jetzt erstmal die nächste Quest erledigt. Und haben dann jetzt Level 12 erreicht. Gut, wie sieht's jetzt eigentlich hier aus? Sprich mit Amanda in der Rittergilde, um Ritteranwärter zu werden. Na gut, das werden wir dann als nächstes machen. Diese Quest wäre damit abgeschlossen. Aber wir können dann jetzt wenigstens nochmal versuchen, diese andere Quest auch nochmal irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Okay, das war jetzt wieder mal ein bisschen zu viel. Dieser Dungeon ist zwar einigermaßen ziemlich gut, um er sagt noch ein bisschen, ja, die Fähigkeiten zu leveln, doch das bringt er sagt mir jetzt überhaupt nichts.
wenn ich hier sagt, dagegen überhaupt nicht ankomme. Also gut, zurück zur Stadt.